Guten Morgen, herzlich willkommen zur Übersetzung zum zweiten Vortrag über Physik. Er heißt How Physicists Analyze Massive Data, LHC plus Brain plus Joule is equal Higgs von Axel. Axel arbeitet fürs CERN am Beschleuniger in der Schweiz und er wird heute darüber reden, wie Physik und Computing zusammenarbeiten. Er arbeitet sehr viel mit Joule. Und lass uns den Speaker begrüßen. Besten Dank. Thanks a lot. So, herzlichen Dank. Well, you know, when I was discussing this abstract with the abstract people, they told me, diesen Abstract zum ersten Mal diskutiert haben, dachte mir so, 300 Leute werden hier sein, aber hey, hier sind so viele Leute. Wow, das sind so viel mehr wie 300. Ich bin so froh, dass ihr mich eingeladen habt. Das ist echt eine Ehre für mich. Vielen Dank. Normalerweise, wenn ich zu 300 Leuten rede, so, ich nehme irgendwas, was ein bisschen näher beieinander ist. Und dann habe ich festgestellt, ich bin in Saal 1. So habe ich gedacht, ich mache das ganze Thema ein bisschen breiter. Und das ist, was ich am Schluss habe. Ich werde ein bisschen über das CERN reden und wir sehen, was das heißt. So, was werde ich heute diskutieren? Natürlich klar, das CERN. Dann, wie funktioniert die Physik? Was heißt Computing? Was ist mit Daten? Wir machen die Datenanalyse in der Hyperenergiephysik. Und weil wir das jetzt so, ich habe es jetzt schon mehr als 10 Jahre gemacht. Und einer der Typen, der die Software macht hier, weil wir wissen, was wir tun und wir haben gewisse Erfahrungen, dachte ich ja, vielleicht möchte ich auch etwas drüber hören, was meine Voraussage ist über diese Datenanalyse in der Zukunft. Also, lass uns erstmal über das CERN reden. Wenn ihr euch fragt, was ist das CERN, ihr habt alle schon mal was über das CERN gehört und die schönen Schriftarten, die wir so lieben, dann habt ihr bestimmt auch schon mal drüber gehört, wir machen Wissenschaft. Wir wurden ziemlich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Und es war eine Art, um diese verrückten Wissenschaftler ein bisschen zu bespaßen. Und es funktioniert richtig, richtig gut. Und es ist nicht nur Europa, das inzwischen involviert ist. Wir sind in der Nähe von Genf in der Schweiz. Wir machen nur Grundlagenforschung. Also wir machen nicht irgendwelche Waffenforschung oder was auch immer. Das Internet wurde am CERN erfunden, aber das war nur so ein Seiteneffekt. Das passiert manchmal, aber normalerweise machen wir wirklich Wissenschaft. Was wir normalerweise machen ist, wir nehmen ganz viel Geld und nehmen ganz viele schlaue Köpfe, die Dinge diskutieren und gute Ideen haben und das machen wir zusammen in Wissen. Die Dinge, die wir gerne beantworten möchten, was ist Masse? Das ist eigentlich eine echt lustige Masse. Was ist Masse? Wir sollten es wissen, aber wir wissen nicht. Wir wissen, was Masse ist im Universum. Wir wissen, die ziehen sich gegenseitig an, Gravitation, was unglaublich schön ist. Aber in der kleinen Skala, wir wissen, Energie, Masse, das ist das Gleiche, wir können das konvertieren. Aber wir wissen nicht, wie das zusammenarbeitet. Da gibt es keine Brücke, da gibt es Gegensätze. Außer ein Teil von dieser Masse-Diskussion ist, was gibt es da draußen im Universum? Wir verstehen nur einen kleinen Prozentsatz. 90 und mehr Prozent sind komplett unbekannt zu uns und das ist echt erschreckend. Gravitation, wir wissen echt, wir können mit so Sachen wie schwarzen Löchern können wir echt umgehen. Aber immer noch wissen wir nicht, was ist da draußen eigentlich los. Damit wir alles das machen können, wir gucken uns die Natur an auf der richtig, richtig kleinen Skala, also die Teilchen. Wir gucken uns zum Beispiel das Higgs-Teilchen an oder Supersymmetrien. Hier, jetzt haben wir ein kleines Factsheet. Wir haben 12.000 Physikerinnen und Physiker, die am CERN arbeiten.
Wir sind sozusagen der Tisch, den die Physikerinnen und Physiker benutzen. So, die kommen ans CERN immer mal wieder. So, meistens arbeiten die von zu Hause, so von 120 Nationen. So, es ist nicht nur europäisch, das ist richtig ein globales Ding geworden. Das CERN selber hat noch einmal 2500 Angestellte. Also, deinen Tisch sozusagen vorbereiten. Und unser Tisch ist genau hier. Ja, hinten sieht man die Alpen in der Schweiz. So, die Alpen sind immer nah bei uns. Mit zum Beispiel Mont Blanc oder dem Genfersee. Wir haben das Jura hier an dem anderen Ende. Es ist einfach wunderschön. Aber wir mussten irgendwo einen 30-Kilometer-Ring hinbringen. Und Leute hätten das sich wahrscheinlich nicht gefreut, wenn wir das so gemacht hätten. Aber Leute, die waren natürlich schlau genau und haben einen Tunnel gebaut. Das war natürlich eine viel bessere Idee. Wir haben jetzt diesen riesigen Tunnel und wir schicken Teilchen dadurch in beide Richtungen. Ungefähr das und da der Lichtgeschwindigkeit. Der Tunnel ist gefüllt mit Magneten. Wenn man keinen Magnet benutzen würde, würden diese Teilchen einfach nur geradeaus fliegen, aber wir müssen ja gucken, was die um die Kurve gehen. Hier sieht man, wie das ungefähr aussieht. Man kann also diese großen Löcher sehen mit diesen Accesspunkten. Da sind die Experimente lokalisiert. Das war eine Skizze von einem dieser Experimente. Das LHC ist der größte Teilchenbeschleuniger im Moment. Das ist ein Ring mit 27 Kilometer Umfang und es ist 100 Meter unter der Schweiz und Frankreich. Und es hat vier große Experimente und ein paar kleinere. Und wir warten, dass wir das so weitermachen bis 2030. Wir sehen, das ist eine große Skala und wir möchten wirklich einen guten Nutzen ziehen aus diesem Geld, das wir haben. Hier sieht man eine dieser Höhlen, die benutzt werden für ein Experiment, das noch leer war. Das Experiment wurde dann durch dieses Loch, das man oben sieht, wurde Stück für Stück runtergelassen. Und diese Dinge sind unglaublich groß. Und damit ihr seht, wie groß es ist, ich habe Waldo rein auf diese Bilder gemacht. Ihre Aufgabe ist, ihn zu finden. Es sollte eigentlich ziemlich einfach, ihn zu sehen. Dann haben wir einen Detektor reingemacht. Hier sieht man ihn jetzt ein bisschen auseinandergezogen, damit man besser sieht. Wir sehen. Zum Beispiel sieht man die Beampipes, also wo die Teilchen sich drauf bewegen. Die kommen von beiden Seiten und kollidieren in den Zentrum dieses Detektors. So, wenn da irgendwas passiert, wir versuchen zu verstehen, was da passiert. Das ist ein anderes Bild von der Vorderseite auf diesem Detektor. Ihr müsst verstehen, man kann nicht einfach auf Amazon gehen und ein HLC-Experiment kaufen. Wir bauen diese Dinger selber, also PhD-Students und Ingenieure. Das ist alles Handarbeit. Genau wie dieses Mikroskop, das vorhin gezeigt wurde. Man bestellt sich diese Teile, aber das ganze Design, das Konstrukt und das Zeug zusammenschrauben, wirklich gucken, was alles passt, das ist alles Handarbeit. Und ich denke, das ist einfach nur wunderschön. Das ist fast ein Wunder. Leute von verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt, die arbeiten zusammen, um so ein großes Ding zusammenzubauen, stellen es an und es funktioniert. Meistens, es funktioniert. That's not my applause. That's das ist your applause, because nicht mein Applaus, das ist euer Applaus, denn ihr macht es überhaupt erst möglich. Das ist großartig. Das ist das, was ich am meisten über das CERN liebe. Dieses internationale Ding, das einfach funktioniert. Also die Detektoren sind wie eine riesige Kamera. Es gibt unglaublich viele Pixel und wir nehmen unglaublich viele Bilder die Sekunde auf. Wir tun das, um Teilchen zu identifizieren und zu verstehen, was während einer Kollision passiert. Das Leben im CERN ist eine wichtige Zutat für die Wissenschaftler, die hier am CERN arbeiten. Wir sind zusammen in den Kontrollzentren und stellen sicher, dass die Experimente alle funktionieren und wir untersuchen die Kräfte. Wir haben wissenschaftliche Unterhaltungen und Diskussionen mit gutem Kaffee und wir haben Vorlesungen.
und wir mögen es, belehrt zu werden. Und genau wie ihr haben wir auch mehr Laptops als Leute. Und dann machen wir Sachen. Und dieser Vortrag soll einführen in die Sachen, die wir hier tun. Aber weil ich so viel so zu erzählen habe, habe ich entschieden, dass ihr euch einfach den Talk selber baut. So, ihr könnt also wählen zwischen A, Physik, und B, Modellsimulation und Data. Ihr erinnert euch an die Bücher von, als ihr noch jung wart. Also ihr erinnert euch, wo ihr selber entscheiden könnt, wie es weitergeht. Also durch Applaus möchtet ihr über Physik hören. Okay. The model simulation data part. Oder Modell, Simulation und Daten. There we go. So this is what we skip. Das überspringen wir jetzt also. Modelle, Simulation und Data. Es sei denn merkwürdig, das erste Publikum, das nicht über Physik hören will. So, model simulation data it is. So, also, our theory is actually unsere Theorie ist eigentlich unglaublich genau. Es ist so genau, dass unsere eigentliche Arbeit sehr langweilig ist, weil wir eigentlich schon alles verstehen. Wenn immer eine Kollision passiert, wissen wir, was passiert. Außer für diese sehr, sehr seltenen Dinge. Und diese versuchen wir aus diesem Heuhaufen zu finden. Das sind zum Beispiel Monopole, Supersymmetrie oder schwarze Löcher. Also die Theoretiker sagen uns, was wir sehen sollen. Mit Hilfe von einer ziemlich ausgefeilten Physik. Dann benutzen wir Simulation, und um vorauszusagen, wie unser Detektor reagieren wird. Die Frage ist jetzt, wir zählen eigentlich nur, wenn wir die Experimente machen. Und die Frage ist, wie oft müssen wir etwas sehen, damit wir sagen können, dass es nicht einfach nur was Gewöhnliches ist. Das ist etwas Neues. Das könnte von einer komischen Theorie erklärt werden. Wir benutzen die Detektorsimulation, um vorauszusagen, was wir erwarten zu sehen, um wie viele wir erwarten zu sehen. Wir benutzen die Konstruktionssoftware, um zu sagen, was vielleicht passiert sein könnte. Und dann benutzen wir Statistik, um Messung und Experiment Voraussage zu vergleichen. Das ist sehr abstrakt, aber das ist ein normaler Ansatz. Wenn man zum Beispiel Klima mit dem Wetter vergleicht, haben wir immer eine Temperaturfluktuation wegen dem Wetter, und die Frage ist der Anstieg der Temperatur, ist das einfach nur das Wetter oder ist das Klima? Große Skala oder kleine Skala? Und hier haben wir ein sehr ähnliches Problem, und was wir tun, ist, wir messen Temperaturen und wir möchten die Abweichungen messen, und das kann man verbessern, wenn man über längeren Zeitraum misst. Das gibt eine bessere Voraussage, was man in der Zukunft erwarten kann. Und natürlich auch größere Abweichungen. Wenn man nach etwas schaut, das einfach nur 0,1 Grad sind, dann sieht man das nicht so gut. Aber wenn es 5 Grad Unterschied sind, dann findet man es mit hoher Sicherheit. Und für uns ist es sehr ähnlich. Hier ist ein Plot, das erste zur Higgs-Entdeckung. Und hier sieht man, wir haben sehr viele Zutaten. Die schwarzen Punkte sind, was wir messen. Und die haben eine gewisse Unsicherheit, weil wenn wir messen, dann zählen wir. Und es kann sein, dass wir etwas nicht gesehen haben, oder es kann sein, dass wir mehr gemessen haben, als das passiert ist. Es gibt also immer eine gewisse Unsicherheit. Und wir haben die Theorie, die uns sagt, okay, wir hätten so viel sehen sollen. Und das der rote Teil ist, was wir wissen, was es ist. Das ist nichts Spektakuläres. Und man kann sehen, dass die Daten den roten Verlauf ziemlich gut folgen. Aber das ist ein anderer Ausschlag hier im Zentrum, und das macht keinen Sinn. Es sei denn, man nimmt das Higgs-Teilchen mit, zieht es mit in Betracht. Und hier kann man sehen, wie das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Quellen von Physik und Statistik miteinander zusammenspielt.
Now, just as for the climate, genauso wie für das Klima, je mehr Daten, desto besser. Es gibt zwei Versionen davon. Also entweder mehr Kollisionen oder einfach mehr Daten, indem man verschiedene Analysen zusammen nimmt. Und hier sieht man die verschiedenen Analysen und zusammen bekommt man dann eine viel bessere Vorhersage für die Higgs-Masse, als wenn man nur eine einzelne Messung davon nimmt. Also ihr seht, wie ähnlich das ist, wie das mit, was wir machen mit allen anderen Big Data Analysen ist. Okay, so that was that part. Now comes the obligatory part. Also das war der Teil. Jetzt kommt der Computerteil. Wenn wir das LHC designt wurde, nicht ich, aber wenn Leute das, als Leute das designt haben, dann mussten sie vorhersagen, wie gewisse Computergeschwindigkeiten von 1990 bis 2010 funktionieren. Also brauchen wir sehr, sehr viele Computer, wie ihr da gesehen habt. Das ist etwas, was euch die großen Firmen normalerweise nicht zeigen. Da ist eine Rampe, wo die ganzen LKWs anfahren und dann wird alles abgeladen und aufgebaut und dann schaut es schön aus. Also wir haben ungefähr 60.000 CPUs, die die ganze Zeit für uns laufen. Das CERN ist zum Beispiel das rote unten. Wir benutzen die gut. Wir messen auch die Effizienz für die CPUs. Und weil 100% für Anfänger ist, sind wir sogar 700% effizient. Fragt nicht nach, wieso. Irgendjemand hat entschieden, wenn du multithreadest, dann multiplizierst du Effizienz mit der Nummer von Threads, was keinen Sinn macht. Wir haben auch Speicherplatz. Wir benutzen im Moment 0,1 Exabytes. Wir haben 0,7 Exabytes zur Verfügung und wir benutzen das auch wirklich, also das ist gut. Auf der rechten Seite seht ihr, wie wie der Speicher benutzt wurde und habt ihr diesen kleinen Bump gesehen, wo der LHC nicht in Betrieb war. Also, jetzt kommt der nächste Entscheidungspunkt. Wolltet ihr über verteilte Computing hören oder wolltet ihr über Messfehler hören? Bitte applaudieren. And two, measure the effects of bugs. Okay, so that's my call and okay, also ich entscheide. Also ich würde sagen, wir messen die Effekte von Fehlern, von Bugs, weil es kürzer ist. Also das ist eine Ansicht, die ihr sehen könnt von einem Detektor. Und ihr seht, wie man die Particles durch den Detektor fliegen sieht. Und das ist Teil von der Software, die wir geschrieben haben. Und ihr könnt es nicht glauben, aber wir haben in dieser Software natürlich Fehler drin. Und diese Fehler sind manchmal falsche Koordinatentransformationen. Also es sollte eigentlich in die Richtung gehen, aber es geht in die andere Richtung. Und das Ergebnis ist, dass die Partikel nicht durch den Weg gehen, durch den sie eigentlich gehen wollten. Sie gehen einen falschen Weg. Das Nette daran ist, dass wir das schon eine Million Mal gemacht haben. Also all das ist komisch. Wir machen das nicht systematisch falsch, wir machen das nur ein bisschen falsch. Und das Gesamtergebnis ist dann nachher, dass wenn wir unsere Partikel messen, dann messen wir nicht genau das Richtige, sondern ein bisschen links, ein bisschen rechts. Also es gibt dann einfach eine Ungenauigkeit am Ende. Also für uns, genauso wie Zählen eine Ungenauigkeit hat, machen Software-Bugs für uns auch eine Ungenauigkeit. Und hier seht ihr, wie wir Ungenauigkeiten durch unsere ganze genaue Analyse verfolgen, sodass wir die nachher verstehen können. Also Fehler im Code sind eine der Probleme, eine unserer
Ungenauigkeitsquellen hier. Und wenn wir dann einen Fehler nachher fixen, dann sehen wir nachher, wie die Ungenauigkeiten weniger werden. Also das heißt, wir lieben es, Fehler zu finden, denn nachher ist die Physik dann genauer, wenn wir einen gefunden haben. Also ich dachte, das interessiert euch vielleicht, wenn man die Effekte von Fehlern wirklich messen kann. Also, dann reden wir jetzt über Daten. Ich habe euch gesagt, dass wir Partikelpfade finden wollen. Und wir machen das, indem wir Rekonstruktionsprogramme benutzen. Und wir haben dafür ganz, ganz viele Programme, die wir geschrieben haben. Also unsere Library ist riesig. Und wir haben einige davon geschrieben, die sind alle Open Source. Wir wollen, dass die korrekt und effizient sind. Die Daten, die wir dafür benutzen, sind nicht kommaseparierte Werte. Es ist alles in Binary. Und aus irgendeinem komischen Grund ist es unser eigenes Binary-Format. Und das liegt daran, dass es wirklich daraus ausgerichtet ist, auf die Daten, die wir haben. Also die Kollisionen sind unabhängig, also wir brauchen immer nur einen Datensatz im Memory gleichzeitig. Und wir generieren sie von C++-Objekten, also wir generieren sie von Klassendefinitionen. Wir können sie zurück ins C++ lesen, aber auch in JavaScript oder Java. Also Datenbanken haben nicht für uns funktioniert, sie haben das falsche Modell von Datenzugriff, sie skalieren für uns nicht, das ist nicht das System, was für uns funktioniert. Ein File-System funktioniert auch nicht als Backup für uns, es klingt vielleicht, es funktioniert für uns. Also File-Systems klingen vielleicht langweilig und alt, aber sie funktionieren für uns. Es gibt viele andere strukturierte Datenformate. Viele davon haben noch nicht existiert, bevor wir Root angefangen haben. Aber diese Formate haben auch viele Sachen nicht, die wir brauchen. Also zum Beispiel wollen wir das C++-Klassen-Layout ändern können und dann soll das Format immer funktionieren. Und außerdem vertrauen wir Leuten auch nicht komplett. Wenn Leute ihren eigenen Streaming-Algorithmus schreiben müssen, dann werden wir Fehler haben und wir werden Daten verlieren und wir wollen das wirklich nicht. Also wir versuchen das nach der Klassendefinition auszurichten. Also letzter Punkt für die Entscheidung. Wollt ihr über Kling oder unseren C++-Interpretierer hören oder wollt ihr über offene Daten und angewandte Wissenschaften etwas hören? Also eins für eins klatschen, C++-Interpreter. And open data and applied science. Und jetzt für zwei, offene Daten und angewandte Wissenschaften. I'm heading there. You miss a fish. You can look at the slides later. Ihr könnt euch die Slides später anschauen. Also. Really? No. The slide number is wrong. Oh, a bug. Open data and applied science. Also offene Daten und angewandte Wissenschaften. Really wanted to know about our budget. I understand. Also ihr wolltet unbedingt etwas über unser Budget hören. Ich verstehe das. Also wir bekommen von euch ungefähr 1 Milliarde im Jahr. Und die Währung, Währung ist eigentlich in diesem Punkt egal. Und das ist eine jede Menge Geld. Und wir versuchen damit wundervolle Sachen zu machen. Wir lieben unseren Job. Wir lieben es. Es ist toll, in unserer Umgebung zu arbeiten. Und danke dafür, dass ihr das für uns möglich macht. Und ich meine das. Aber das heißt auch, dass ihr als Gesellschaft entschieden habt, etwas wie CERN zu ermöglichen. Und das denke ich auch, dass es einen Applaus verdient. Das ist eine großartige Entscheidung, so etwas zu machen. Okay, also wir realisieren das. Wir realisieren das. Wir verstehen, dass wir das machen können, weil ihr uns das ermöglicht und wir versuchen, euch etwas zurückzugeben. Software, Forschungsergebnisse, Hardware und Daten. Also, wie wir unsere Forschungsergebnisse publizieren, ist Open Access. Und das hat eine jede Menge gedauert. Wir haben lange mit Publizierern gekämpft, aber jetzt haben wir es endlich geschafft und jetzt dürfen wir es endlich veröffentlichen. Wir haben auch viel Arbeit investiert, darin unsere Ergebnisse zu kommunizieren.
Und also unsere Webseite ist definitiv, sollte definitiv auf unsere Webseite kommen, also unsere Webseite steht da unten und ihr sollt unbedingt bis April da unten da mal drauf gehen und nachschauen. Wir machen auch angewandte Wissenschaft, zum Beispiel dieses sehr coole Experiment. Wir möchten hier wissen, wie sich Wolken formen und zwar basierend auf kosmischer Hintergrundstrahlung, also der Einfluss von dieser kosmischen Strahlung in die Wolkenformation. Und das ist ziemlich wichtig für die Beschreibung von Klimamodellen. Also wir möchten halt wissen, wie kann man irgendwie Energie gewinnen aus nuklearen Abfällen, wie kann man da Energie draus ziehen und wir möchten halt irgendwie schauen, wie kann man diese Detektoren wiederverwerten. Wir haben auch so etwas, das nennt sich offene Hardware, also White Rabbit, deterministisches Ethernet. Wir haben offene Open Data, offene Daten. Wir haben das LHC Atom-Projekt. Da kann man zum Beispiel Rechenleistung dazu geben oder auch seine eigene Rechenleistung im Kopf, um bessere Ergebnisse zu kriegen. Wir möchten explizit so viele offene Daten benutzen, wie es geht und Open-Source-Projekte unterstützen. Und wir kreieren auch Open-Source-Projekte, zum Beispiel Chiant. Das ist ein Programm, das die Teilchen simuliert, wie sie durch diesen Teilchen wird. Wir haben Indico. Das ist zum Beispiel für Meetings zu planen oder Slides aufladen. Also wie kann man Leute zusammenbringen, Access-Schutz und so weiter. Wir haben DevX und wir haben, wie erwähnt, das Internet erfunden. Das ist die Maschine von Tim und das, das war ein Schild, das er geschrieben hat, weil er möchte, dass die Leute das Ding nicht putzen. Wir benutzen DevX, um unsere Daten zu transformieren. Wir haben CERN VMFS. Das erlaubt uns, unsere Binaries zu verteilen und also, um sicherzustellen, dass es wirklich funktioniert, dass man es runterladen kann. Das ist ein unglaublich gutes Tool, aber keiner kennt es. Und wir haben Root. Und das kommt dann später. Und jetzt der letzte Punkt. Wie machen wir diese Datenanalysis? Nicht so. Wir benutzen C++ und Physikerinnen müssen ja eigene Routinen schreiben in C++. Wir haben nur sehr wenige Leute, die wirklich ausgebildet sind als Softwareentwicklerinnen. Wie gesagt, wir müssen auch etwas in Erinnerung haben. Wir möchten so viele Kollisionen analysieren, wie es geht, pro Sekunde. Was wir machen können, wir können unser Dataformat spezialisieren, damit es funktioniert, dass wir nichts verschwenden. Also wenn man den CPU wirklich aufs Limit kann. Root erlaubt uns das zu tun. Das gibt es seit 20 Jahren. Und das ist wirklich unser Arbeitspferd in der Hochenergiephysik. Und es ist auch ein Interface zu komplexerer Software. Es gibt zum Beispiel ein Statistik-Tool. Und wir haben natürlich auch Graphen. Nachdem man das gefunden hat, muss man das ja auch irgendwie kommunizieren. Man möchte das publizieren, der Öffentlichkeit vorstellen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt des Spiels. Und es ist alles Open Source. Und na klar, es ist nicht nur in der Hochenergiephysik benutzt worden. Um das zusammenzufassen. Wir sind hier, weil ihr das möglich gemacht habt. Vielen herzlichen Dank. Es ist nur wegen euch möglich. Wir möchten mit euch teilen, dass wir haben niemanden, der Software rausziehen will. Also es ist wirklich interessant zu gucken, was das CERN softwaremäßig macht. Wissenschaftliches Rechnen, das ist nichts Neues, das gibt es schon seit vielen Jahren, aber wir haben ziemlich früh angefangen müssen für die große Skala. Wir haben versucht, Teile zu nehmen, die es schon gibt und haben nicht viel gefunden. Und jetzt haben wir C++ genommen und benutzen effizientes Rechner für Nicht-Computerwissenschaftlerinnen. Und den Teil, wo wir geskippt haben, weil wir was anderes ausgewählt haben. Es gibt auch Python-Applikationen.
Und das Wichtigste ist für uns das Skalieren. Wir sind nicht die Einzigen, die das machen. Und wir sind nicht die einzigen Naturwissenschaften, die in so großen Daten arbeiten. Ich habe euch noch versprochen, dass ihr noch eine Voraussage machen werde, was passieren würde. Was wir sehen hier, wir bilden die Leute aus, die machen nicht nur in Wissenschaft bessere Daten. Was wir hier sehen, ist in der Vergangenheit, das Datenvolumen war das Wichtigste. Also wie mehr Daten man hatte, war mehr Macht. Aber das ist nicht die Wahrheit, nicht mehr. Der Punkt ist, man muss Korrelationen finden. Auch wenn man nicht mehr Daten findet, also es wächst nicht mehr. Jetzt nehmen wir schon das Maximum aus. Und da wird es dann wichtig. Und CPU-Limitationen sind hier zum Beispiel wichtig, weil das ist ein kritischer Punkt. Multivarianz-Techniken sind immer am Reißen, aber es ist immer noch wichtig für die statistischen Tools, außer für den Generationenteil. Das wird die Art verändern, wie wir modellieren. Basierend auf das, was ich gerade gesehen habe, das ist jetzt keine große Überraschung mehr. Wir brauchen eine Sprache für diesen Kern. Zum Beispiel C++. Auf der anderen Hand, diese Analysen zu schreiben, da brauchen wir ein höheres Level. Leute können da zum Beispiel Python benutzen. Also das ist eine lange Sprachenbasierung, ist wichtig. Tailor IO to the actual analysis to not waste CPU. Und wir müssen IO anpassen. Das heißt, Durchsatz ist der wichtigste Punkt. Und in Zukunft werden wir sehr viel mehr daran reinstecken müssen, um den Durchsatz zu verbessern. So, das war's. Falls ihr etwas mit mir diskutieren möchtet, also das ist falsch, das ist natürlich fein. Ich habe wahrscheinlich so viele Bugs hier drin. Ich bin noch bis morgen hier. Ich weiß zwar nicht wo, aber ich werde herumwandern. Ihr könnt mich gerne über Twitter oder E-Mail erreichen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.